Gut, gut, da hinten sind die Hunde, da muss ich jetzt hin. Und nochmal so 2 Hunde um die Ecke bringen, oder? Wie komme ich da runter? Auf, drauf, da auf das Vieh. Weg hier. Ist nicht so gerade angenehm. Proben genommen und weiter. Jetzt ist die Aufgabe erledigt, ne? Aufgabe ist nicht erledigt, oder? Nebenaufgaben. Alter, 1 von 3. Na dann. Oh Gott. Wie viele Hunde muss ich denn da umbringen? Und vor allen Dingen wo? Jetzt hier im ganzen Lager rumlatschen und die Hunde finden oder was? Das ist ja mal knackt gemacht, hä? Gehen da nochmal rein, vielleicht schippe da jetzt nochmal ein paar Hunde rum. Weil ich wüsste gar nicht, wo das ist, wer ist. Ja. Ja, und jetzt? Muss ich jetzt in jeden Bereich hier reinlatschen? Ey, das ist doch doof. Ja. Ach, Freunde. Das ist vielleicht ein Käse hier. Vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, wo ich genau hin muss. Ich kann jetzt hier überall rumlatschen und ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Jetzt gehe ich erstmal hier auf Kisten gucken. Kistchen gucken. Alles meins. Den kannst du ja sowieso nicht labern da. Ja, aber das ist doch jetzt blöd. Das kann ich wirklich in jeden Bereich latschen hier. Ja, was denn das für ein Hübscher da? Du und den anderen verarscht bist, ja? Das macht man aber nicht.
Easier to train than a dog. Yeah, but lots more disgusting. Rather have a dog by far. What's going on here? Hey, it's all right, Roy. We're just teasing the animal a bit. We're bored out of our skulls. Das ist aber nett, Schnett. Lasst ihn in Ruhe, ja? Ja. I can find some other way for you guys to keep busy, if you want. Shit, you defending the muti or you just like pissing everybody off? Get the fuck out of here. You're right. You're lucky there are guards around. We're not the Fatso's gang. We know how to fight. Was, wir sind nicht den Gang des Fettens? Hä, was sind das für Gebabbel? Wir hatten das übersetzt, war der betrunken oder was? So manchmal. Hallo, hallo. So, ich brauche jetzt ein paar Hunde, die ein bisschen da so um die Ecke sind. Ich brauche Hunde. Hunde, die sich nicht gut benehmen. Da zum Beispiel. Ah. Ui. Auf Tof hier und yeah! 2 von 3 Proben. Gut. Sehr gut. Hast du was dabei? Chemie-Komponenten. Sehr gut, sehr gut. Jetzt muss ich jetzt hier weiter gucken, ob da noch irgendwo Hunde rumeiern. Ey, das ist ja blöd. Die können ja überall sein. Dem ganzen Ding hier. Sind aber nett. Sind aber nett. Also zurück. Wo geht's denn hier hin? Ja, irgendwo hinten. Ne. Da? Auch nicht. Also zurück, Marsch. Wie üblich. So. Also können wir jetzt hier zurück. Das war auch ein netter. Tja, es steht leider nirgends dabei. Also muss ich jetzt wieder zurück und gucken, ob im Lager mich ein Hund angreift, oder? Was soll ich denn machen? Oder jetzt mal zu dem gehen? Das ist ja immer, man weiß ja nie, in welcher Reihenfolge man da hin muss und so. Das ist ja alles so besten. Nee, da ist nix. Da ist nix. Keine Hunde. Gehen wir doch mal aus der Sonne hier. Ja, nun. Wo soll ich denn jetzt noch hin? Jetzt muss ich wieder zurück ins Lager gehen. Da muss ja noch irgendwo ein paar Hunde rumrennen hier. Hallo. Hundis. Juhu. Kommt doch mal zu mir. Nee, ich muss jetzt da wirklich da zurück. Hoffe ich doch mal. Aber naja. Jetzt wollte ich jetzt mal so lange noch weitermachen, bis ich den Hund erwischt habe. Aber ja. Was weiß ich, wo der mich angreift oder wann der mich angreift. Das weiß man ja nie so genau hier. Runterklettern. Was ist mit dem noch? Der bewegt sich ja noch. Sag mal, wie lange liegt der da rum? So, und du? Wo soll mich denn hier noch Hunde angreifen? Das frage ich mich gerade. Da ist doch nichts mehr, oder? Hier sind doch gar keine Hunde mehr. Dann habe ich schon platt gekloppt. Ja. Scheiße ist es. Hey, the bare knuckle king. Was willst du? Ja. You don't want to talk about your problems.
Listen, it's all real nice, gotta admit. But can you tell me how it's any of your business? You're one of the only ones we can talk with here. Yeah, yeah, I bet. But as for worrying about me... You're not gonna need persuading, are you? I'm fine. So if you are bored, go for a walk. Anything. Hey, the bear knocked. Ach, du musst mal mit mir reden, Bob, jetzt. Ah, mal, lass dich doch nicht da. You don't want to talk about your problems. Listen, it's all real nice, gotta admit. But can you tell me how it's any of your business? Alright, but not about me, okay? And? You were saying? Got nothing to tell you. It's just horrible here. Always the same stuff to do. Always the same ugly faces. Middle of this fucking desert. I'm bored to death. First I get sent to the front. Then here to watch over a bunch of guys. I never asked to be a soldier. Okay, I make some money. But it's not like I can spend it here. What's it good for? Wife back home, maybe? Yeah. Things were good, just the two of us, before the war. We were even thinking about having a kid. And then... really gets me, not being with her. You could get a pass or something. Maybe you could get transferred. Obvious you're not abundance. No such thing as passes. If I get sent anywhere, I'll be sent to the front. And I've seen my share of what's going down there. There's gotta be a way. Yeah. If I was to get declared an invalid, it's the only way. I don't know how it works where you're from, but in Aurora, a guy does that and gets caught. Well, he's a goner. Here too. But they can't stop me from thinking it, right? I haven't done anything wrong yet. I could break your arm. Would that work? You're sick? No. To get sent back home, I gotta get sick, for example. Something they can't handle here. I would have liked to set it up with the doc, but if you turn me in, I could get shot. If you could get out of here, you could go back to your wife. You crazy? And be on the run the rest of my life? Ja, ich habe einen Plan. I'd rather not have to repeat that kind of thing. I'm thinking about escaping by taking the train. You insane? And I guess you want to go back home. What would I do there? I've thought of everything. And once we're out of here, we can split up on a shadow path and you can go back home. After all, we're closer to your place than ours. Your idea is absolutely insane. Ja, das ist richtig. You could get back to your wife, and you'd never have to stand guard in this rat hole again. That's... shit, you're crazy. But you're right. Yeah, super. We're getting everything we need for the escape. When the day comes, we'll set off a diversion to keep your buddies busy and get out. Oh, Bob, mein Freund. Coole Sache, hä? So. Ich brauche immer noch so einen blöden Kackhund. Ich brauche noch so einen Hund, mit dem ich zusammen... Wo kommen wir denn her? Da kommen wir doch her. Da muss ich jetzt da zurück. Oder so, oder? Komm schon. Was sind wir genau? Da ist ein Hund. Yeah! Ah, there you are, Roy. You kept me waiting. Was ist denn das? There were too many guards the last time we met. Wouldn't have been too smart to show our merchandise in front of so many eyes. But this is a bit quieter, so we can talk more openly, and you can understand. Naja, ich hab falsch gelegen, natürlich. You don't know who you're dealing with, buddy. But don't worry, you'll learn. Roy,
mich jetzt hier? Die hauen mich hier gerade, oder was? Hallo? Hallo? Was ist denn jetzt? Ah, nee, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja 100 Jahre her. Was ein Scheiß, was ein Scheiß. Nur ein Spaß. So, aber Freunde der Nacht, bevor es jetzt hier weitergeht, ich speichere jetzt ab. Ich mache jetzt einen Schluss mit der Session. Ja, so machen wir das. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Mars Warlocks, wenn wir die andere Gruppe aufmischen, was uns hier gerade passiert ist. Ich muss mal aber noch ein bisschen, ich glaube, ich muss noch ein bisschen üben. Und ich muss meinem Kumpel eine andere Anweisung geben, damit er den angreift, den ich auch angreife. Weil der hat ja gerade angefangen, diesen blöden Hund anzugreifen und die anderen fünf haben mich fertig gemacht. Das ist ja natürlich auch sehr sinnvoll, weil mein Kumpel ja total der Nietenkopf ist. Also, gesunder Menschenverstand, negativ. KI, echt grottenschlecht, aber nur gut. Wir werden uns weiter kämpfen und weiter durchschlagen durch Mars Warlocks und mal gucken, was am Schluss rauskommt. Da bin ich mal gespannt. Also, macht's gut, bis zur nächsten Folge, euer Zuckerpapa und tschüss.